gewesen. Steffi Grigolein und Nina Rosemeier. Hallo Steffi. Hallo Nina. Hallo ihr beiden. Ja, wir haben es gerade schon gesagt, so ein Spiel ist ja irre. Wir könnten auch jetzt hier stehen und vor Freude weinen, weil es dann auch knapp für euch ausgegangen ist. So ist es knapp halt dann gegen euch ausgegangen zum Schluss mit der extra Overtime. Ich glaube, es lag vor allen Dingen auch an diesen krassen Dreiern, die sie zum Schluss getroffen haben. War das für dich der Hauptgrund? Ja, schon. Da haben wir einfach wieder overgehabt. Ich war der Grund. Was heißt denn das? Dass ich zu sehr geholfen habe und dann war natürlich mein Schütze, also mein Offenspieler frei und das haben schon reingehauen. Ja. Das ist total krass, weil wir mögen es eigentlich, wenn du so sehr hilfst und für Hilfsbereitschaft dann bestraft zu werden, ist natürlich auch nicht so toll. Aber es reißt dann in dem Moment eine Lücke, aber sie haben schon unmenschlich in dem Moment getroffen oder auf einmal waren die alle drin in der entscheidenden Phase. Ja klar, das sind ja die Schützen gewesen, die sie eigentlich verteidigen sollten und dann nicht gemacht haben. Ja. Okay, aber ihr habt es in die Overtime gebracht, ihr seid gleich aufgewesen mit diesem Team vor dem Spiel. Mit einer Bilanz von 6-3, das konnte man nicht erwarten. Nina, aus deiner Sicht, warum läuft das bei euch so gut? Ich denke einfach, dass die Teamchemie einfach richtig gut ist und das merkt man auch auf dem Spielfeld. Aber wir haben auch jetzt über die 3 Monate in der Saison eine riesige Entwicklung gemacht. Und ich glaube, die Teamentwicklung steht da mal im Vordergrund und das setzt niemanden unter Druck und jeder kann frei spielen. Das sind ja viele Aufstiegsheldinnen wie die Steffi dabei und du bist neu dazu gekommen. Inwieweit habt ihr da Team-Chemie-Building-Sachen gemacht, wo man dann sagt, damit wir uns irgendwie, oder kanntet ihr euch sowieso auch schon davor, weil du bist ja auch eine erfahrene Spielerin aus sämtlichen Jugendteams zum Beispiel. Also ich hatte das Glück, dass ich schon relativ viele kannte, weil ich auch mit allen Profis schon zum Beispiel in Braunschweig mal zusammen gespielt habe und Steffi kann ich jetzt auch schon mehrere Jahre, aber ich denke einfach, ich weiß nicht, jeder versteht sich mit jedem gut und das ist einfach ja, das, was wir brauchen im Team. Gibt es denn nach dem Spiel jetzt so eine nüchterne Analyse oder ist der Coach jetzt gerade sauer? Also natürlich ist es schade, dass wir verloren haben, aber er war jetzt nicht extrem enttäuscht von uns. Wir wissen, woran wir arbeiten müssen und wir müssen mal positiv bleiben und dann ins nächste Spiel mit viel Energie gehen. Steffi, ihr habt das dritte Spiel jetzt hier gespielt in der Sommerringhalle. Fühlt sich das schon so komplett wie Heimat an? Ja, voll. Also man merkt schon, dass man wirklich viel besser spielt, wenn man weiß, man hat die Fans hinter einem. Vor allem im dritten Viertel ist schon so, dass ihr uns mega anfeuert. Das ist echt richtig schön, dass ihr kommt und vor allem einen Tag noch vor Weihnachten, dass ihr hier seid und uns anfeuert. Das ist echt mega schön. Danke dafür. Das ist auch bei den mehr ungünstigen Spielterminen, dachte ich ja, oh Mann, hoffentlich werden es 500, 600, dann wären das wieder über 1000, die sind schon irgendwie ein bisschen irre hier, oder? Voll, also absolut die coolsten Fans, auch wenn man so mal durchguckt in der ganzen ersten Liga, es gibt wirklich nicht so coole Fans wie wir hier. Also wirklich, also man kann ja auch zum Beispiel Rheinland, die stärksten eigentlich sind und die haben dann 50 Zuschauer und wir haben einfach so viel hier, die unseren Rücken deckt und das ist schon echt richtig schön. Wir haben eine Frage aus dem Publikum. Möchtest du ins Mikrofon reinsprechen? Oder rufst du uns zu und ich versuche dann alles zu übersetzen. Woher hast du die Kraft, dich immer auf die Bälle zu stürzen? Ja, genau, das fragen wir uns alle. Woher hast du diese Kraft, dich immer auf die Bälle zu stürzen, Ludwig? Ja, ich mache viel Krafttraining und ich will einfach immer jeden Ball haben. Den soll kein anderer mehr außer mir. Ja, das merkt man ja an. Ich glaube, man nennt das Hasseln, oder? Wenn man das dann so macht und es funktioniert ja bei euch auch so, weil ihr habt ja die Spiele immer bisher so gehabt, auch wenn es mal nicht gut aussah, dass ihr euch wieder rangekämpft habt über eine gute Team-Defense. Aber da müssen auch die Räder ineinander greifen, oder? Ja, absolut. Also das ist schon vor allem so, wenn die mit auf dem Feld ist, dann merkt man schon, dass wir da sehr, sehr viel Energie haben und dass jeder versucht, da mitzuziehen und einfach dann auch auf den Ball sich zu schmeißen. Du bist 21 Jahre alt, du bist U18 Europameisterin geworden in Italien, war ein Riesenerfolg für den deutschen Basketball. Und genau, hast das in ganz vielen Jugendmannschaften auch gespielt. Warst du in der zweiten Liga, glaube ich, auch in Spanien schon mal gespielt. Wie ist das in der ersten Liga hier in Deutschland? Was ist da komplett anders als überall, wo du sonst gespielt hast bisher? Also verglichen zu Spanien würde ich auf jeden Fall sagen, dass der Basketballstil hier ein bisschen anders ist. Und die erste und zweite Liga würde ich auf jeden Fall sagen, dass es viel physischer ist und ein schnelleres Spiel. Jetzt habt ihr vom Coach schon ein Signal bekommen, ob ihr jetzt ein bisschen frei habt oder müsst ihr an Heiligabend morgens trainieren und Weihnachten durchtrainieren?
Gott sei Dank nicht und wir können ein bisschen Zeit mit der Familie verbringen. Wir haben 2 Tage off und dann arbeiten wir aber direkt am nächsten Spiel weiter. Du bist, glaube ich, geboren in Braunschweig. Fährst du jetzt zu deiner Familie oder kommt die her oder wie feierst du Weihnachten? Da sind sie! Hallo! Das war genau der richtige Moment, das wollte ich jetzt kennenlernen in dem Moment. Sehr gut. Deine Family sehen auch sympathisch aus. Sehr gut. Was macht ihr zu Weihnachten? Wir werden einfach abends schön zusammen essen, Geschenke auspacken und eine gute Zeit zusammen haben. Voll gute Idee, sehr gut. Hört sich gut an. Wie sieht es bei dir aus? Hast du irgendwelche Pläne jetzt für Weihnachten die nächsten Tage? Nee, auch. Also ich fahre heute auch zu meiner Familie und dann einfach die Zeit genießen. Ja, das sei euch gegönnt. Vielen Dank, dass ihr so einen tollen Sport hier macht. Das ist eine große Familie bei euch. Und Gott hoch, Dankeschön. Fröhliche Weihnachten, Steffi. Dankeschön, Milan. Fröhliche Weihnachten. Euer Applaus. Bis zum nächsten Mal.